Bitte Musik. Sehr geehrte Damen, liebe Familie Hörmann, liebe Schwestern, liebe Brüder. Es ist schon etwas Besonderes, auf einen Kirmesplatz zu gehen. Viele der Älteren erinnern sich ihre eigene Jugend. Ich selbst tue das auch. Für alle die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Horst Heinrich. Ich bin der Leiter der Zirkus- und Schaustellerseelsorge der Evangelischen Kirche in Deutschland und unterwegs zwischen Flensburg und Mittenwald, um mit meinen Schaustellern und Zirkusleuten zu reisen. Heute bei Ihnen, morgen in Hagen und am Montag in Dortmund. Heute feiern wir ein besonderes Fest. Wir werden ein neues Geschäft beginnen. Viele von Ihnen wissen, dass es gerade in unseren Tagen, in dieser Zeit, nicht einfach ist, Geld in die Hand zu nehmen und neu zu investieren. 2 Jahre Vorbereitungszeit, wurde mir gesagt, liegen hinter uns. 2 Jahre der Überlegung, nehme ich so viel Geld in die Hand und wage ich, ein neues Geschäft zu schaffen. Sie, liebe Familie Körmann, haben es getan. Und dazu sind Sie natürlich jetzt auch zu beglückwünschen. Schausteller wissen natürlich auch, dass ohne Geld nichts geht. Sie wissen auch, dass ohne Einsatz der ganzen Familie nichts geht. Aber Schausteller wissen auch, dass ohne Gottes Segen überhaupt nichts läuft. Wir Menschen auf der Reise, wir haben so viele Unbekannte. Wie wird das Wetter? Werden die Menschen den Platz annehmen? Läuft alles gut? Also Faktoren, die wir oftmals gar nicht selbst bestimmen können. Und deswegen erinnern wir uns, Aussteller, erinnern wir uns, dass wir ohne Gott nicht können. Deswegen ist es eine gute Schaustellertradition, dass, wenn wir ein neues Geschäft angeschafft haben, dass dieses Geschäft dann eingeweiht wird, unter den Segen Gottes gestellt wird. Und das wollen wir nun tun. Ich spreche das Segensgebet. Allmächtiger und großer Gott, wir danken dir, dass du zu uns Menschen stehst. Und wir bitten jetzt ganz besonders für die Familie Körmann, segne du sie und alle, die an diesem Geschäft arbeiten und dieses Geschäft mit Freude annehmen, alle Besucher, segne du sie und bewahre sie vor Unfall, Unglück und Gefahr. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde, Schausteller haben nicht nur ihren eigenen Seelsorger, sondern sie haben auch ihr eigenes Gebet. Und ich spreche jetzt für alle Besucher hier auf dem Platz und für alle Schaustellerinnen und Schausteller das Schaustellergebet. O mein Gott, ich glaube an dich und ich vertraue dir und ich liebe dich und danke dir, dass du mich segnest. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Bitte dich, bewache und beschütze mich und meine. Lass mich bedenken, mein Vorrecht als Schausteller Freude und Vergnügen zu bringen allen Menschen, besonders aber den Armen, den Einsamen und denen, die vom Glück benachteiligt sind. Und wenn meine letzte irdische Tat vollendet ist und wenn der letzte Vorhang fällt, dann nimm mich zu dir und lass mich ewig glücklich sein bei dir. Amen. Amen. Thank you.
verdrücken, muss da jetzt leider durch. Erstmal bedanke ich mich bei der Herstellerfirma Mondial für den reibungslosen Ablauf. Dann bedanken wir uns bei unseren Freunden, Kollegen, Bekannten. Hallo. Also ich habe ganz viel vorbereitet, aber es ist alles weg. Und ich bin froh, wenn ich das jetzt hinter mir habe. Aber was mir ganz doll am Herzen liegt, sind unsere 1460 Facebook-Fans. Erstmal vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin jetzt fertig mit meinen Nerven und ich wünsche euch viel Spaß. Wunderbar gemacht, alles wird gut und hier haben Sie ja auch den wirklichen Gütesiegel, dass dieses Geschäft auch offiziell eingeweiht ist. Wir kleben das nachher ein und jetzt kann es losgehen mit der ersten Fahrt, denke ich. Ich habe meiner Frau versprochen, nicht zu fahren. Alles, was sie schnell hebt, senkt oder bewegt, darf ich nicht mehr fahren, weil vor 2 Jahren habe ich beim Autoscooterfahren 3 Rippen gebrochen. Mit Au!